So, Avalanche beginnt mit der Bannphase. Ah, haut mal Weih raus. Ich weiß ja nicht, wie ebenso die Pick, die Bans waren. Wahrscheinlich glaub, man, ähnlich, oder? Kaiser Seier hat man hauptsächlich rausgehauen bei Pepe, glaube ich. Hm. Und ich glaub, Soto ist ja auch Olaf. Ziemlich gut mit den Gems, also macht schon Sinn. Mein Soto war nicht ADC, aber. Vielleicht hat man auch deswegen geswappt. Oh, das wusste man. Na, ich weiß auch nicht. Ach, keine Ahnung. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ja. Da ist wieder der Seier-Bann von Pepe. Und Kasadin hat man diesmal bei Avalanche gebannt. Da möchte man ja, dagegen. Man. Na, das war ja auch. Der hat schon sehr viel Schaden dann doch gemacht, der Kasadin. Also den Bann verstehe ich da auch. Also ich glaube, bei Avalanche könnte man das theoretisch echt mal machen. Der erste Swap, der war leicht verwirrend. Ja. Oder einfach mal so mal nachfragen, wieso es gibt, oder? Ich weiß auch nicht, mal gucken. Vielleicht kommen wir da an ein paar Insider-Infos ran. Wir können mal gucken, ob nachher wieder eine Lust hat, vielleicht nochmal kurz zu hier zu uns zu kommen. Schauen wir mal. So, Nami-Bann bei Avalanche. Und der Olaf-Bann ist wieder da. Da sieht man ihn wieder. Naja, Olaf, das klar, ist so ein starker Jungler zurzeit. Gerade mit Conqueror und alles drum und dran. Ja, aber das ist schon verständlich, schon wenn man den da raushaut. So, man pickt jetzt hier bei Avalanche Jarvan. Auch einer Jungle Champ, den man viel von Chris sieht. Also ist auch ziemlich gut damit. Pepe hat den ja gerade. Man pickt den jetzt quasi weg von Pepe. Was grad pickt man weg? Gerade hatte Pepe Jarvan gespielt. Ach so. Und Avalanche hatte Rek Sai. Ich meine, also Pepe hat mit Jarvan einen ziemlich guten Impact gehabt. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass Cutie den nochmal gespielt hätte bei Pepe, gerade wenn das schon einmal so gut funktioniert hat. Warum nicht nochmal? Aber man nimmt den da ja jetzt hier raus. Oder pickt man ihn lieber weg, genau. Orianna, auch sehr stabiler Pick. Man hat zwar ein paar Schwächen auf der Laning Phase, aber sobald es dann zu den Teamfights kommt, glänzt sie natürlich mit ihrer Rüstung. Und ihren Bällen natürlich. Kuchi bitte aussprechen. Okay, dann Kuchi. Ja, wenn du das ja, möchtest. Der ADC wurde ja gerenamed. Was? Der ADC von Avalanche war es, glaube ich. Melnor? Ja, ach so. Zu Kuchi gerenamed, glaube ich. Okay, das habe ich wenn noch nicht mitgekriegt. Grade, ja. Wenn ich es mir nicht gemerkt habe. Gerne. Oder ich vertue mich gerade. So, Lulu. So, dann pickt man hier Nautilus. Auch ein sehr, sehr starker Support auf jeden Fall. Gegen Lulu könnte das ziemlich gut sein. Ja, denke ich auch. Na, dann wahrscheinlich vielleicht noch den ADC hier hinterher. Mach mal, Eddie. Den hübschen? Na gut. Den hübschen. Und der letzte Pick von Avalanche in der ersten Pickphase darf da sein. Ezreal. Ja. Da geht man Bot eher die safere Route. Denn Ezreal kann auch ein ziemlich starker Carry sein. Ziemlich, ziemlich starker. Das auf jeden Fall, ja. Ich meine jetzt mit wo Klepto entfernt wurde, ist es halt ein Conqueror-User, wie die meisten anderen auch. Aber im nächsten Patch, wenn Conqueror für Ranged Leute genervt wird, bin ich echt gespannt, was aus Ezreal wird. Weil ich glaube, da hat man nicht viele weitere Optionen. Mit dem Jungen. Das wird auf jeden Fall interessant. So, man nimmt hier Warwick sogar jetzt mal bei Pepe, das ist ja ein Jungler, den man relativ selten eigentlich sieht. Ich kann mir da eine interessante Kombo aber trotzdem vorstellen. Sehr, sehr stark ist, ja. Ich sehe gerne Warwicks. Ich kann mir da eine interessante Kombo mit Ori vorstellen. Dass er quasi reinultet und Ori dann Ball auf ihm und instant die Ult kommt. Das wäre auf jeden sein. Fall eine Möglichkeit. Gerade mit seinem 4 und alles, also. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. So, dann gehen wir hier in die nächste Bannphase rein dann. Hatte Pepe nicht gerade Tristana gebannt? Wart jetzt kein Bann bei Pepe? ADC Dukio. Ich spiel mal Doppel-ADC-Bot, ja? Das sehe ich uns, Eddie. Der kommt drauf an, wer ist First Blood oder wer den ersten Kill unten macht, der ist ADC dann. So wird's entschieden. Easy. Schön Ash, Caitlyn. Teilen uns den Farm.
Das klingt gut. Nice. So, aber Pepe hat keinen Bann. Nehmen beide keine. Wenn, war das jetzt ein Bug? Muss ja auch oder? Eine Challenge haben. Ein Bug? Ich weiß nicht. Ja, man hat hier nichts gebannt. Ich guck mal in den Launcher, ob da was steht, aber haben auch nichts geschrieben. Oder wir nehmen beide keine. Das finde ich echt fair, die. Das finde ich gut. Das klingt nach einem Plan. Ja. So. Aber Evelyn scheint. Ich könnte mir vorstellen, dass Evelyn einfach aus Respekt, aus Fairness, auch kein Band. Aber irgendwie geht hier gerade nichts voran. Ja, irgendwie hängt das ganze Tool. Vielleicht mal aktualisieren? Nee, da passiert auch nichts. Also irgendwie hat sich ProDraft jetzt aufgehangen oder was? ProDraft ist down. Na herrlich. Das ist natürlich jetzt schön. Das ist natürlich jetzt echt schön. Ich kann doch hier mal. Achso, die haben aber schon einen neuen Link. Jetzt geht hier auf dem anderen schon weiter. Achso, dann gib mal rüber, bitte. Ja, muss ich dir wieder schicken. Mach ich schnell, oder? Hier hast du den. Vielen lieben Dank. Ja, da sind wir auch schon wieder mittendrin. Die erste Bannphase ist durch. Hier ein bisschen. Ach, zu viel. Mach mal so. Dass sich da ProDraft aufhängt, hätte ich auch nicht gedacht, aber gut. Ja. Passiert. So. Dann mach mal den Freeze weg. Der Eddie, der will wissen hier, was gespielt wird. Der ist richtig heiß auf das Game, sag ich dir. Man pickt jetzt einfach die Picks von gerade eben nochmal ganz schnell nach. Ganz clean and simple. Eddie, nee, gerade habe ich sie nicht auf. Tut mir leid. Tut mir leid, wenn ich dich enttäusche, ja, aber. Gerade ohne. Hat man gerade auch Vayne gepickt? Ja, man hat jetzt Vayne gepickt, warte mal. Ohne. Riskant, okay. Also, hat man jetzt. Aber kann man machen. Pickt man Das ist irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ich meine, wenn die Teams ich glaube, sich einig sind, dann in Ordnung. Ja. Die werden einfach komplett neu gestartet haben. Denke ich mir einfach mal. Wahrscheinlich. Okay. So, nochmal kurz für alle, die neu eingeschaltet sind. Pepe gegen Evelyn. Wir sind jetzt in der Pickphase des zweiten Games. Erster Game hat Pepe für sich entscheiden können. Nach einem ziemlich langen Aushalten von Evelyn. Evelyn. Avalanche? Na dann. 40 Minuten Fiesta. Also nicht ganz Fiesta, aber sehr Pepe-lastig. Ja, sorry, Eddie. Aber den Hackbefehl könnte ich auch mal reinmachen. Ja, das wäre halt jetzt so wirklich schön, wenn Avalanche irgendwie das Game gewinnen könnte, dass wir auf eine dritte Map gehen, weil. Man bannt hier sogar den Ron. Würde wahrscheinlich sehr, sehr spät dann werden, aber dafür machen wir doch gerne mit. Man so, dann den Shogat noch raus, der war ja im letzten Game auch sehr, sehr fett gewesen halt, also. Ist man ein Band bei Pepe? Der hat ja auch ordentlich getankt, also kann man. Da respektieren sogar beide Teams den Top-Laner. Weil der Ornn war auch, denke mal, auch ziemlich nervig gewesen. Auch gerade mit seinen Items und alles dann. Ja, auch für die Baron Steals war das sehr entscheidend. Die Baron Steals, ja. So, oh, man pickt hier den Sejuani. Sejuani ist natürlich guter Engage. Ja. Mit Ori auch wieder. Ist auf jeden Fall da. Das ist halt immer so ein schönes Duell, finde ich. So Jarvan gegen Sejuani, das sehe ich immer sehr gerne, weil du hast halt gute Gankmöglichkeiten mit beiden Champs auf jeden Fall. Du hast eben gesagt, man hat einen guten Engage dann auch mit Seju vor allem, mit der Ult. Also, das wird auf jeden Fall sehr interessant hier im Jungle. So, dann hat man noch den Sion gepickt auf der Top-Lane. Der tritt an gegen. Na, was haben sie da noch, die Jungs von Pepe für uns? Na, was darf es sein als letztes? Malphite. Oh, Malphite, Orianna. Ich krieg da gerade ein paar Flashbacks, muss ich sagen. Ja, das ist natürlich. Ich krieg da gerade ein paar vereinzelte Flashbacks. Na gut, dann gehen wir mal in den. Launcher wieder rein. Ready. Yes. Gib mir ein schnelles Bild wieder. Ja. Und da geht's auch schon los. Auf geht's. So.
Let's go. If I want your opinion, I'll beat it out of you. An sich hat jetzt Evelyn wenigstens schon mal einen ADC. Da kommen sie vielleicht ein bisschen weiter. War das Jungle-Duell wieder gegen Sejuani und Jarvan, könnte interessant werden. Na, das wird auf jeden Fall wie ziemlich da nice. Early Dean da freue ich mich schon richtig drauf. Findet. Definitiv. Botlane, Tristana gegen Vayne. Wenn Early wird Tristana, wenn sie Level 2 den All-In findet mit Lulu, ja, könnte das sehr fatal enden. Lotus hat gerade geschrieben, hier war das nicht vorher Esri ADC, denn das war eben bei der Pro Draft dann nicht mehr weiterging, deshalb haben sie komplett nochmal neu gemacht. Genau, also es war auch erst Esri. Aber sie haben sich dann anscheinend für den Swap entschieden. Und jetzt im vorherigen Game hatten sie einen Vega, oder? Genau, Vega ADC. Ja. Und es hat halt mehr oder minder funktioniert. Er war halt ziemlich schnell behind Bot. Ach, das ist der Asiatop. Asiatop. Und Sion Mitte. Hybrid aus Asia. Also, okay. Also ich bin bereit für die Cheese Picks hier. Holy shit. Evelyn überrascht uns hier immer wieder. Evelyn überrascht aber sowas von. Das ist wie bei den Gigabyte Marines hier. Na dann. So, dann hat man hier noch Ori. Der Ori Malphite könnte ziemlich fatal werden. Na, wenn die Combo ordentlich durchkriegen, dann sieht das sehr, sehr schlecht aus. The warrior spirit is never broken. So, dann sollte auch die Bannphase jetzt zu Ende gehen, langsam. Ori gegen Sion. Ich glaube, Ori wird early ziemlich viel Pressure auf den Sion ausüben können. Ja, das denke ich doch auch. Das ist aber halt wieder Ranged gegen Melee halt Matchup. Sion unterschätzt man halt mal ganz schnell. Ja, das stimmt. Gerade mit seiner Q und alles, wenn er die voll aufgeladen da mal durchzimmert, das tut dann schon ganz schön weh. Das kann, auf jeden das Fall. Kann echt böse enden. Aber genau das im Gegenteil hast du dann wird auf der Toplane, da hast du wieder Asia mit seinen Soldaten halt quasi, sticht dann auf den Malphite so ein bisschen ein auf jeden Fall. Aber Malphite hat auch wieder sein Rad, mit dem er so ein bisschen poken kann auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen, wie es wird. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessante Teams. Und wir sind gespannt, wie das denn nun schlussendlich ausgehen wird hier. Genau. So, aber Main. Ja, wie gesagt, Botlane ist halt so, wenn Tristana den Early Engage findet oder Nautilus den Hook daneben schmeißt, dann kann das sehr schnell, sehr fatal für die Vayne enden. Aber dann halt wiederum auch, wenn der Nautilus sie hookt. Hat sie es eigentlich auch ausgedeift mit der Tristana. Jo. Tja, dann wieder 3 Minuten Delay, man kennt es. Aber ich denke auch, wenn der Naughty da unten seine Hooks dann setzt ordentlich, könnte man da schon ganz gut was machen mit Vayne. Ist halt immer die Sache, wo er halt Tristana oder Lulu dann hinhuckt. Am besten, bestenfalls, dass Vayne ihn irgendwie gegen die Wand schießen kann dann. Weil dann sollte das eigentlich ein ziemlich easy Kill sein für Vayne. Ich meine, du hast dann natürlich auch wieder später dann die Lulu-Ult, die da auch nochmal so ein paar Fights entscheiden kann. Da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen. Definitiv. Das ist allgemein, wenn der Malphite dann da reinspringt, Ori Ult mit dazu, die Lulu-Ult vielleicht dann noch mit drauf. Aber ich glaube, Sejuk ultet rein, das ist schon wirklich sehr, sehr gefährlich. Pepe ist auch wieder gerade sehr, oder mehr Teamfight-orientierter. Bei Evelyns. Jedenfalls, ja. Man hat sich da bei Asia auch oben für Clans entschieden, mitzunehmen. Gegen Malphite könnte das gut sein. Ja.
Oder allgemein gegen Sejuani oder sowas. Sejo, Sejo Ult und alles, das zieht alles mit rein. Eddie Hack geht jetzt übrigens, ne, falls du. Hast du eingestellt? Jetzt funktioniert's. Na komm, Eddie, dann mach mal. Komm, spiel mal. Drück mal den Max. So. Midlane hatten wir schon erwähnt, genau. Ja, es könnte gar wieder alles drin sein. Da hat das gleich gemacht. Halt, stopp. Kapierschein. Komm, Flo, das Hack, das können wir doch mal nehmen. Das gönnst das du gibt uns doch Ärger. Mal. Tja. Ja. So. Ich könnte sich, glaube ich, echt viel entscheiden, wie der Jungler jetzt. Sejuani, ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie so gut ganken kann. Natürlich, mit Level 3. Ja, gut, stimmt. Ja, sicher. Du springst da mit Q mit der Q auf die Lane. Ja, gut, stimmt. Versuchst dann irgendwie deine E durchzubekommen, so langsam. Das geht schon. Und mit Jarvan ist halt dann mit seiner Combo ist da auch mal schnell auf der Lane. Also das ist wirklich, das wird sehr interessant, halt. Summoners haben auch wir beides. Denken, ich denke mal, wir können da auch viele Ganks erwarten, hoffe ich mal. Summoners, genau, zweimal TP auf der Seite von Pepe da. Einmal auf der Seite von Avalanche. Botlane dann hat auch beide Ignite. Ja. Der Cleanse ist halt, ich weiß nicht, als hier auf Cleanse. Ich meine, du könntest halt sonst das Barrier mitnehmen oder auch TP. Wir werden es sehen, ob Smurfer mitzunehmen, auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hintergedanke ist, vielleicht die Malphite-Ult zu glänzen und dann raus zu jumpen. Ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert. Deswegen müssen wir auch nochmal sehen. Uns trennen nur noch wenige Minuten, Stunden. So, hüpfen wir in hoffen wir mal die Stunden, das zu erfahren. Ich hoffe, es wird nicht allzu lang. Na, kriegt man vielleicht noch, weil wir haben es ja auch schon 23.14 Uhr. Wenn es wirklich noch über die dritte Map geht, dann kann das ja sehr spät werden, aber. Wird ein längerer Abend. Selbst wenn, machen wir. Das ziehen wir durch. So, dann drehen wir die Kärtchen um hier. Ach, schön, die Tat. Dann gucken wir mal nach. Also Lulu und Vayne haben, es geht gleich los. Ziemlich schnell unterwegs hier. Haben sie alle flotte PCs? Hab gesehen, Vayne hat gut Punkt. Also Vayne, bin ich gespannt. Ja. Und wenn Vayne outplayt, dann sieht das immer ziemlich sexy aus. Ja, das auf jeden Fall. Da bin ich interessiert dran, dass da was zu sehen. So, dann schön alles einstellen hier. Und dann kann es losgehen. Ich bin mal gespannt, ob man hier vielleicht für einen Invade geht. Gerade mit dem Nordio also kann man. Ich war mir nicht sicher, ob das geht, aber wenn. Okay, wenn jetzt die Bestätigung kommt, dass es nicht gut geht, dann okay, gut. Ich war mir nicht sicher, ob Clans of Knockups funktioniert, aber anscheinend nicht. Danke für die Berichtigung. Dann geht das nicht. Du hast es aber gesagt, nicht? Ja, ich war mir unsicher. Ich wusste nicht. Hätte sein können, dass es geht, aber es geht nicht. Naja, wie sollen das? Das ist so ein kleiner Zeitraum, das geht nicht. Und du kannst Knock-Ups so glänzen. Wenn du Knock-Up bist, glänzt. Also ja, aber wenn man Knock-Ups glänzen könnte. Brauchst. Ja, du bist doch so lang oben. Du siehst noch schon anfliegen. Ist oh, doch Sion. Ja, oben. Da weg. Aber dann spielt Mitte. Hybrid jetzt Mitte. Okay, da haben sie einfach Mitte und Top getauscht. Aber dann ist der Glänz für die Uri-Ult? Oh, das ist auch schon eine Art Knock-Up. Ja. Also nicht Knock-Up, aber so ein. So, na dann, auf geht's. Wir haben Bock. Avalanche gegen Pepe Hens. Einmal nochmal die Rasse hier. Ja, hoffen wir mal, dass Avalanche jetzt hier mal zurückschlagen kann. Und Sejo Gangs. Wenn wir dann noch auf eine dritte Map gehen und das muss dann wirklich. Das letzte Spiel muss richtig spannend werden. Dann, ja. Dass wir hier um 5 Uhr frühs noch da sitzen, bestenfalls. Bitte nicht. Ja, da brauchen wir wenigstens nicht ins Bett gehen, da können wir gleich in die Uni dann morgen. Also. Easy. Ja. So, auf geht's. Jarvan bekommt jetzt Hilfe hier am Red. Sejo ebenfalls. Ich denke mal, man wird da erstmal versuchen, schnell auf Level 3 zu kommen bei beiden Junglern. Ich weiß halt nicht ganz, warum man hier den Clans mitgenommen hat. Das ist halt actually nur für Sejo CC. Ne, höchstens Sejo, ja. Ich meine, wenn er dann die Ult abfängt. Wenn man jetzt zum Beispiel, anstatt dass die dann auf die Vayne geht, jetzt zum Beispiel, und das dann glänzt, dann ist es Worth natürlich halt. Wenn die Vayne da, oder halt in solchen Situationen, aber das. Weil man könnte jetzt den Slow von Orianas QW-Kombo glänzen, aber ich glaube nicht, dass er deswegen jetzt sich entschieden hat, oh, den Slow, den muss ich glänzen. Um das mitzunehmen.
Waren eigentlich mal ein paar interessante Plays dabei, so 3K, 4K, Pentas im letzten Game. Ich glaube nicht. War nicht da. Baron Steel war echt ziemlich sick. Ja, die zwei Baron Steels, die brauchen wir nochmal geklippt auf jeden Fall. Die waren schön. Die waren sehr, sehr cool. Ich hoffe, da ist die Ratsche im Chat ein bisschen durchgekommen dann. Ja, nicht ganz. Flo war doch in-game. Flo war doch in-game. Und Flori war auch bei mir. Ja. So. Top Lane. Achso, das Scoreboard musst du noch sortieren. Denk dran, den Asia auf die Mitte. Hab ich schon. Hast du schon. Gut. Naja. Sind ganz schnell dabei. Das war ja nie. Ey, das ist halt. So, Midlane, Azir schon gut am Poken gegen die Obi. Ah, der Azir, der pusht da oben auch ordentlich rein bei dem Malphite. Und ein paar schöne 3K oder ein Penta, ja? Von einem Nautilus oder so würde ich schon ganz gern sehen. Das wäre mal was Heißes. Dass Max das nicht kannte, die Bezeichnung 3K. Stimmt. Haben wir die nicht in CS deswegen. Haben wir die nicht in CS auch immer benutzt? Haben wir auch. Haben wir auch. Also. Wer sie kennt im Chat irgendjemand? Sehr, sehr lange Geschichte mit diesem. Kennt den im Chat immer die Bezeichnung so 2K, 3K, 4K? Ja, wahrscheinlich nur die Leute, die auch aus CSGO kommen dann, oder? Rashbi! Rashbi! Das könnte sein. Da haben wir doch einen. Der hatten wir letztens nämlich eine Diskussion. Naja. Drüber. So, Toplane. Geben sie sich schon gut aufs Fressbrett? Auf jeden Fall. Schickst du eh nicht. Ich meine, Sion ein bisschen mehr Leben noch als der Malphite jetzt. Ja, er hat, glaube mehr Range. Sion hat dann nur sein... Ein Steinchen. Seht ihr auch meilenweit entfernt, das heißt, der Sion hat erstmal nichts zu befürchten jetzt. Mitte noch, oder geht mal für den Bot-Gang mit Seju? Oh, könnte jetzt geknallt haben, die Uhr. Ja, wir haben jetzt den Seju-Gank hier auf Bot. Tristana hüpft hinterher. Und ich denke, man könnte da den Naughty haben, aber er flasht weg und man kommt hier nochmal raus. Na, die ist aber Flash raus beim Naughty. Und bei Jarvan. Rain hat er geflasht, oder? Jarvan ist aber auch da. Ja, was macht denn hier der. Jarvan geht richtig deep. Ja, muss aber aufpassen, nicht, dass Seju da die eh noch durchbekommt. Malphite muss flashen. Bisher sehr aggressives Play von beiden Teams. Auch gut, dass der Jarvan dann kam, weil sonst hätte ich es vielleicht mal ausatmen können. Ja, oh, das tut ganz schön weh, dem Malphite hier. Und wenn er da nicht aufpasst, dann kann das jetzt gleich das First Blood sein. Und das wollen wir doch sehen, Avalanche. Genau so. Mhm. Gebt uns ein spannendes Spiel. Mein erster war schon echt. Ja, war schon nicht schlecht, aber es geht noch besser. Natürlich geht es besser, geht immer besser. So, der Malphite, der backt dann jetzt ja auch. Hat kein Mana mehr, der muss. Muss er auch, kein Mana, keine Leben. Ich meine, Seju ist jetzt sogar oben. Ein bisschen unlucky vielleicht gerade. Weil da hätten wir vielleicht doch mal einen Gank machen können. Aber der hat TP, kommt jetzt halt wieder. Und ich denke mal, Seju möchte da oben jetzt auch reingänken, weil der Xion, der steht da und backt. Wenn man den jetzt abbricht. Ja, und man schafft das hier. Und das ist der Flash. Und ich glaube, dass dann. Das sollte die Passive durchgehen. Und da hat man First Blood für Malphite. Für den Top-Lane. Ja. Sehr schön. Schön gemacht. Guter Gang. Ich meine, man hätte vielleicht zum Becken ein bisschen weiter zurückgehen können. Ja, da war der Sion zu aggressiv. Das war dann doch ein bisschen zu aggressiv, da vorne einfach stehen zu bleiben, das stimmt. Aber man hat halt nicht mit der Seju gerechnet in der Situation. Die Seju ist sogar noch oben. Könnte da vielleicht direkt nochmal ganken, aber Sion hat eigentlich Vision da im Busch. Na, da läuft auch Ocean weg. Mittlerweile auch ab. Und Seju wartet wieder oben. Na, die weiß nicht, dass da Vision im Busch steht. Jarvan kommt jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob Jarvan Seju early machen kann. Das denke ich doch. Man lässt wieder. Wenn er es richtig spielt. Das ist schwierig. Ich meine, wahrscheinlich wird es Seju gewinnen, wenn sie ordentlich ihre Passive ist ja schon ihre E da durchbekommt. So, beide Midlaner haben jetzt mittlerweile gebackt. Also ist hier schon vorhin, Ori jetzt. Sie spart sich ihren TP auf. Läuft also Mitte. Botlane pusht Pepe gerade gut rein. Wenn Drake, Oceanback ist immer noch ab. Noch interessiert sich kein Team dafür. Man hat dann sogar schon einen kleinen Farmunterschied auf der Botlane von 9 CS. Das ist jetzt noch nicht so viel. Aber so das Höchste eigentlich bisher. Also man kann auf beiden Seiten sehr gut farmen eigentlich noch. Aber die Vayne holt sich da
Trappe? Ah ne, man hat das nur für Jarvan vorbereitet. Aber irgendwie die Action ist auch nett. Durchswappen. Jetzt ist Kreisch, der vorhin Botlane war, ist jetzt Toplane. Solche Teammates hätte ich auch gerne mal, die mir die Krabbe vorbereiten, ey, Mensch. Ne? Da musst du aber auch Ja, aber Spaß, Mensch. So, Toplane aber am Schlagen. Mortal Kombat auf der Toplane. War klar, ich wusste es auch 100%, dass die erste Nachricht von Eddie kommt. Eddie, ich merke schon, wir haben hier gleich einen Gedanken. Nein, alles gut. Was ich soll ich sagen? Jawohl! Mein Yi war gut eben, der war clean. Eigentlich nicht, aber. So ein Botlane. Okay. Von Pepe fällt jetzt komplett und man müsste jetzt langsam mal den Drake angehen. Aber Pepe hat noch Fischen da. Momentan. Beide Teams eher in defensiver Aufstellung. Aber Tristana, die Abrissbirne kommt jetzt. Wie möchte man das am besten machen? Die Frage. Also Toplane ist echt ein Hin und Her momentan noch. Momentan ja. Aber Hauptsache, bei Malphite ist halt nur wichtig, dass die Ults dann später halt sitzen. Midlane auch goldmäßig. Eigentlich basically even. Ja. Ganz wenig Gold. Oh, man ult engage. Uri ult raus, aber man kann mit Asi da ganz einfach rausspringen. So, Botlane ebenfalls, Gold quasi even, das sind 100 Gold, das ist Control Ward und ein Eis. Und ein Eis? Und ein Eis. Toplane ist dann schon ein bisschen mehr, die 700 Gold sitzen dann doch ein bisschen tiefer. Oh ja, das ist schon Jarvan. Gold, da kommt jetzt so ein Jarvan Mitte Gank, aber man kommt da auch ganz gut wieder raus. Gage Botlane, fehlt nur nochmal da. Ja, man hat die Sechu Ult, aber man verfehlt sie leider ein bisschen. Gage Schaden von Tristana. Oh. Kommt die Tristana Ult noch hinterher, hätte fast gereicht, um die Vayne hier zu killen. Aber man hat Glück und kommt dann nochmal weg. Ziemlich knapp von Pepe. Botlane. Hier dazwischen beim Drake und ich glaube Pepe startet jetzt den Drake-Versuch. Jarvan riecht das aber schon. Ja, Jarvan ist da. Kann ich viel machen. Da kann das, leider hat er seine Lanze zwar reingeworfen, aber kann Drake dann geht an Pepe. Der zweite ist der Cloud Drake, das heißt wir sehen Infernal oder Mountain Kluft. Mountain das ist eigentlich Seele. Beides ganz cool. Ich meine, die Infernal Seele finde ich immer noch besser als die Mountain Seele. So, man möchte jetzt hier nochmal Botlane ganken. Die Sechu ist da. Man hat für den Jarm und Vayne ultet und Jarm kommt aber auch hinterher. Man ult von Lulu. Hier die Tristana. Vayne bekommt Tristana, das ist schon mal sehr gut. Kriegt die Vayne nicht da? Dann kriegt man hier noch mehr. Man kriegt dann mal einen Flash da mit Jarm. Let's go! Lulu da auch noch ab. Auf geht's, Evelyn. Sehr gut gespielt. Ziemlich guter Counter-Gank von Jarm. So wollen wir das doch sehen hier. Der war wichtig. Ja. Sehr schön. Wäre Jarm nicht da gewesen, wäre das sehr ungut für Evelyns ausgegangen. Ja, man ultet hier wieder mit Uri und es ist halt genau dasselbe Spiel wie vor 2 Minuten. Der Asier hüpft raus, ne? Mal sehen, wie oft wir das noch beobachten können jetzt. Toplane auch hin und her und hin und her. Also, Botlane schon 20, also Botlane Geld. 700 Gold erhält mittlerweile. Farm und der Kill schlagen da ziemlich tief in die Tasche. Malphite hat jetzt sogar fast 20 Farm mehr, das ist echt krass. Ja, Sion ist halt. Da kannst du gut poken. Ich glaub, naja, Earl, es war halt, nachdem der Malphite jetzt quasi 1-0 gegangen ist, ist Sion ein bisschen vorsichtiger geworden. Hm. Wir hatten ja am Anfang ganz gut bearbeitet immer, aber. Hm. Ah, man klopft jetzt hier wieder aufeinander rum, aber
Da sollte eigentlich nichts groß passieren, oder? Na, wenn ich ah, dumm. Aber die Mini-Wave ist viel zu groß, da kann er nicht ran. Midlane ist auch ein Himmel. Schaden. Goldmäßig oder farmmäßig sind sie fast gleich auf. Midlane. Midlane auf jeden Fall. Botlane und Toplane macht aber bei beiden Teams den größten Unterschied. Jungle. Auch na, 200 Gold, ist auch nicht die Menge. Seju scheint für Mitte Gank gehen zu wollen, aber man hat da Vision auf Seju. Ja. Weiß jetzt, naja, dass sie da oben ist. Und Jarvan scheint Bot zu roam. Ich glaube, er möchte Bot rein. Man weiß, dass Seju oben ist, die kann nicht Counter ganken. Na, aber Botlane ist viel zu passiv da hinten. Jarvan scheint sich. Jarvan versucht jetzt in den Busch zu schleichen, aber da steht Vision von Team Rot auf jeden Fall. Man also sieht ihn jetzt, glaube ich. Ja, ich denke auch, dass er ihn gesehen jetzt hat. Oh, aber der Hook sitzt von Nautilus, aber. Ah, das ist leider die Ult dann noch so ein bisschen mit gewastet. Dann zackert die Ult noch mit hinterher. Seht ihr schon am Counter-Jungeln. Auch gut reagiert, man hat den Jarvan unten gesehen. Kann somit mehr Top nehmen von ihm. Und ich glaube, man macht jetzt den Herald. Seju geht den Herald an. Just gucken. Hier, oh, hier wird schon. My bad. Cloud kommt in einer Minute 30. Und Evelyn scheint sich schon darauf vorzubereiten. Man verteilt Boards und geht noch in den Jungle. Und nimmt ihn auch ihr Hab und Gut. Ja. Ah, Malphite ist jetzt mal mit Mitte. Geroamt, aber geht da auch schon wieder hoch. Der Grump, lässt der, Grump der spielt halt völlig verrückt hier. Der lässt sich auch nichts erzählen. Engage von Jarvan! Na, aber oh. Das Tana-Sprung. Da ist der Weg. Da kannst du easy machen. Aber man hat hier den Crump mitgenommen auf jeden Fall. Oh, danke, Eddie. Ja Mensch, Eddie. So nett heute. Ich würde gern zurückhacken aus der Kappe. Geht nicht. Was hier mit dem Engage? So, dann kriegen wir hier nochmal eine ordentliche Kur von Lane. Geht's weiter wie gewohnt. Die hat kaum Schaden gemacht. Ah, Malphite, der kloppt da jetzt drauf. Ja, mittlerweile hat Malphite schon guten Image. Ja, doch, er macht mehr Schaden, auf jeden Fall. Der Mann ist high. Eddie, familienfreundlicher. Max meine ich. So, Drake spawnt jetzt gleich. Visionmäßig ist da Evelyn's deutlich besser aufgestellt als Pepe. Evelyn hat sogar einen 1,3k Goldvorteil jetzt. Der Pepe ist halt die halbe Kluft dunkel. Ja. Es ist Angstpotter. Ich meine, so Angstpotter? Ja, ja, ja. Also, man hat ja da jetzt oben einen ziemlich heftigen Farmunterschied jetzt schon von 30 Farmen und unten auf der Botlane genauso. Das gleicht sich halt aber. Da geht's schon auf die 40 zu. Gerade für Vayne, dann ist das halt sehr, sehr schön dann im Late Game. Ich glaube, den geht's weiter. Ich glaube, das könnte jetzt sogar fast der Kill für Malphite sein. Ja, Malphite hat Ult ab. Nee, das denke ich nicht, oder? Ah, traut er sich? Nee. Er hat richtig Bock. Doch, er hat richtig er Bock. Auf den Kill gehen. Oh, es reicht. Oh. Flash, die Ult hinterher. Oh. Jarvan holt in der Zeit den Drake. Und es ist mal wieder nichts passiert auf der Toplane. Toplane ist echt hin und her. Ich warte noch drauf, dass gleich die Ori-Ult auf den Asia kommt und er da einfach wieder raushüpft. Hat man jetzt schon 3 Minuten nicht mehr. Die gute alte Schiffsschaukel ist Reh. Ja. Toplane kommt jetzt nicht. Der Sion tippet jetzt aber wieder Toplane. Er hat Angst vor meinen 70, Mann. Keiner, Eddie. Keiner. So. Botlane Sejuani wäre jetzt da. Jarvan ist Toplane, den sieht man, glaubt sogar fast. Also, wenn Jarvan jetzt um die Ecke geht, sieht man ihn. Na, da müssen sie jetzt aufpassen, aber die. Und Jarvan sieht man jetzt. Oh, das könnte jetzt ganz, ganz. Man böse weiß, dass Jarvan backt. Aber man geht da doch wieder raus. Seju wartet immer noch. Ah, Sven ist alleine. Aber man möchte da. Ach, man möchte unten in den Busch rein.
Man spielt halt quasi genau dasselbe wie vorhin der Jarvan. Toplane geht's weiter wie gewohnt. Ah, Sejo ist jetzt unten im Busch drin, ne? Ich weiß nicht, ob die das auf dem Schirm haben, die Jungs von Avalanche. Nee, sie haben keine Vision. Und Sejo geht außen rum. Wenn jetzt Vayne weiter. Aber die Raucherinsel, die kommen da genau richtig rein. Und, da kommt und dann kann man hier wunderbar auf die Vayne gehen. Sejo kommt durch. Oh, da haut man nochmal die Ult hinterher und kriegt mal noch den zweiten Kill. Man kriegt auch noch. Oder? Oh! Nee, man kriegt nicht. Der Mike geht weiter Mitte. Der Malphite holt den Asia ab. Also. Jetzt ist Pepe gerade in der kompletten Kluft hier dominant gewesen. Das war gut. Das war sehr gut gespielt. Zu wenig Awareness. Sicherlich noch einen zweiten Charge auf jeden Fall vom Herald durch. Hm. Ja, und da ist der 1,7k Goldvorteil wieder weg, den sich Avalanche da erarbeitet hatte. Bin schade, Jarvan kommt da rein mit seiner Ult, kann da die Lulu wahrscheinlich auch noch killen, flasht dann raus. Sejo tanken im Lager. Sogar weg, aber Sejo. Sejo? Flasht unter den Tower. das war ein bisschen fragwürdig, also, aber trotzdem 2 Kills für Jarvan an der Stelle. Gut gemacht. Der steht jetzt auch 3-0 dann sogar. Gemacht von Jarvan oder vielleicht gemacht von Paper, wie man es sehen möchte. Der Hübsche hat am Kleber geschnüffelt. Na, das sehen wir auch. Da kreisch. So, Ray mittlerweile auch die Burg fertig. Tristana hier Infinity Edge. Oh, der Tower-Schuss, der fliegt noch bis dahin hin. Geht jetzt für den Siege-Item. Leider den Siege da noch raus. Wo bist du eigentlich gerade zeitlich? 19, 5, 6, okay, 7. Sind wir gleich. Ja. Potential 1 auch endlich mal down. Avalanche. Das ist sogar der First Tower, den man sich hier sichern konnte auf der Seite von Avalanche. Hm. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie es im letzten Game verlief, aber wahrscheinlich verläuft es gerade ein bisschen besser für Avalanche als vorher, allgemein, oder? Ja, Pepe bekam im ersten Game ziemlich early ahead. Ja. Aber der Azir ist wie im ersten Game. Für den ersten Game war es so dur, aber Hybrid macht das halt auch ziemlich gut. Mit dem Farmen. Ich denke, bei Hybrid ist es kackegal, auf welche Sideline du ihn stellst. Der macht immer seinen einen guten Job. So, dann geht man jetzt hier auf den Vayne. Gerade, oh, das war sehr schön von der Vayne an die Wand geschossen. Vayne und man sollte den ja auch easy holen. Hat ja ihren 2 Damage, easy peasy für Vayne. Das war ein 450er Shutdown. Man kriegt jetzt die, die Ult von Azir, knockt die. Sejuani da noch ab, aber er hat da trotzdem keine Chance, um da wegzukommen. Guter Gang von Sejo. Nice gemacht. Und dann Jarvan kommt und die Jungs sind heiß. Die wollen rein. Na, wir müssen aufpassen. Er steht 3-0. Der aber kann Pepe möchte auch rein. Da abholen. Kommt. Norris hupt die Wand. Da, aber man kommt hier leider nicht an den Kill. Nee. Das war communication-mäßig echt schlecht. Leider ja, aber Vayne kommt noch mit dazu zu dem Fight. Das könnte ein schicker Double werden, wenn sie es richtig spielen, aber man traut sich dann doch nicht. Meine ist wahrscheinlich auch zu heiß, dabei Crowbone, der ist auch schon ziemlich low. Wenn Clans, der da auch noch Clans stirbt. Habe ich, glaube gerade verpasst. Was hat denn Azir geklänzt? Ach ja, das Clans, Alter! Ja? Heftig! Das habe ich nicht gesehen, was hat denn der geklänzt? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Da hat man, glaube ich, ein bisschen overstayed. Da kommt nochmal mit Crowbone. Also bisher, Pepe ist zwar jetzt mittlerweile über 1000 Gold ahead. Ja. Fast aber der Asi holt sich jetzt erstmal den Blue. Die Wölfe noch mit dazu. Und dann möchte man jetzt bei Pepe auch den Drake hier angehen, so wie es aussieht. Ja, Vayne deckt gerade. Wenn die Vayne geht, können sie das. Nein, das können sie wahrscheinlich nicht contesten. Ich habe schon wieder verpasst, das zu erwähnen. Wir haben wieder die Mount in Kluft. Wieder die Mann. Pepe macht das gerade wieder, also momentan sieht es besser aus für Pepe. Ich weiß gar nicht, steht das jetzt 3-0 von den Drakes? Können wir ganz kurz in die Drake-List gucken. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist schon nicht schön, wenn du die Seele da so early kriegst, dann muss man jetzt aufpassen. Und versuchen den nächsten Drake dann mitzunehmen. Auf seinen einer Sejuani hat Ding. Ach, sie haben einen. 1-2 steht. Ich hoffe, dass das bald reinkommt hier.
dass wieder angezeigt wird, wer welchen Drake hat, weil das ist echt nicht schön, wenn man das nicht sieht. Man vergisst doch immer, sich so, zu merken. Könnt, da oben könnte es jetzt zum Fight kommen. Top Lane? Ja, gehen wir dann mal hoch vielleicht? Nee. Man zieht sich da zurück. Also hier wird komplett deleted. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich unbedingt da umgeguckt habe. Wenn die Drakes nicht angezeigt werden, Eddie, kann man nichts machen. Das ist nun mal doof. Aber was willst du sonst machen? Man könnte sich halt merken. Ja, wir führen Strichliste jetzt demnächst. Strichliste. Wird hier auch geschrieben. So. Bisher Pepe wieder. Oder nur noch. 2000 Gold ahead. Trotzdem saftig. Naja, es wird halt immer mehr. Jarvan möchte rein. Jarvan möchte hier rein. Tristana kommt nicht raus. Man kriegt hier drei Leute in die Jarvan Ult rein, und aber. Vayne kommt nicht zum Attacken. Jetzt nützt leider nichts. Sie. Die Tristana, die macht den Jarvan da komplett weg. Nautilus setzt seinen Hook da unglücklich an die Wand, aber man kommt da nochmal weg. Und die Jorgson performt heute ziemlich gut auf Tristana. Können wir wirklich so eine Grafik machen jetzt? Das können wir machen, stimmt. Das geht, das können wir wirklich machen. Wir machen. Gute Idee. Fürs nächste Mal, danke. Nein, ich hoffe natürlich, dass jetzt morgen, Basti, beim Patch, dass das dann eingeführt wird. Wenn nicht, ich meine, wenn es morgen beim. Ja, dann machen wir die Grafik. Das ist eine gute Idee. So. So, die Vayne schnabuliert sich den Red Buff. Und jetzt könnte es vielleicht wieder zum Fight kommen. Den Pepe aber wahrscheinlich gewinnen würde. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen jetzt. Ich meine, du hast da die Vayne halt mit 214 Farben, 2-1 steht ja auch schon, aber jetzt gehen wir erstmal rein. Der Naughty Hook sitzt auf die Lulu und die Lulu sollte eigentlich down gehen. Lulu überlebt. Und man kriegt es leider nicht. Man hat jetzt die Lulu nicht für die Tristana, deshalb Vayne ist down. Schaden. Aber Vayne, der Schaden ist ja wirklich. Oh. Vayne hat Bock. Man tradet trotzdem 2-2. Also die Vayne könnte das wirklich carryen hier. Und Vayne ist richtig heiß. Na, guck auch mal an, guck dir mal den Farm an, aber Malphite ultet jetzt drauf, ich denke, da geht es down. Oh, ja. Ja, da geht Vayne leider down. Man hat den Asia hier noch vielleicht, um die Sechu zu killen. Ich meine, man könnte hier noch ein Doppel rausholen, aber... Sie lebt noch. Ja. Wird also, leider nichts. Das ist ein bisschen unlucky mit der Lulu. Ich meine, es war gut, dass die Lulu ult auf Lulu halt schon war, so konnte sie die Tristana nicht ulten und da ist die Tristana halt down gegangen. So, jetzt holt man hier auch noch den Malphite ab. Das war schön gespielt von den beiden. Eddie. Ist echt so, ne? So. Tristana bekommt jetzt den Warte Moment. Mal. Ach so. Ja, stimmt. Es kam heute einmal zu der Situation, da habe ich es gemacht. Weil ich halt die gezockt habe. Ah, ich bekomme aber meistens, Eddie. Keine Sorge. Das siehst du. Ich bekomme meistens. Bist du ehrlich, sind sie hier. Meistens. Ich gebe immer gerne meine Buffs ab, also. Okay. So. So. Natürlich nicht early, erst später, aber ich mache das gerne. Macht ja auch so, mehr Sinn an der Stelle. Geldmäßig immer noch 2000 Gold Lead für Pepe, daran hat sich nicht viel geändert. Nee. Evidence hat gute Vision im Baron-Bereich. Pepe da eher weniger. Ich meine, die müssen halt wirklich mit der Vayne jetzt so ein bisschen spielen auf Seiten von Avalanche, weil der Schaden ist halt da. Wenn du da eine ordentliche Ult hinkriegst und da Schaden machst, dann könnte das wirklich sehr gut funktionieren. Ja, den müssen sie aber jetzt. Engaged. Stun von Vayne sitzt und das restliche Team P bekommt ebenfalls und man möchte rein. Na, der Naughty opfert sich da, dass der Rest vom Team wegkommt. Sion oben, der wird jetzt wahrscheinlich den Tier 1 Top Tower holen, aber man gibt halt jetzt die. Ah ne, man gibt noch nicht die Drachenseele ab. Noch nicht. Aber jetzt beim nächsten müssen sie wirklich aufpassen dann. Genau. So, jetzt haben wir's. Beim nächsten Drake, wenn den auch Pepe kriegt, dann haben sie die Seele. Und das extra Schild, ja, ist halt auch schön zu haben. Na, den Tower würde ich jetzt nicht mehr deffen hier.
Evelynn hat jetzt nicht wirklich viel Po. Also so viel wird die Seele nicht bringen. Nee. Evelynn setzt da sehr auf All-In. Mit der Vayne und dem Azir. Mit dem Jarvan fallen. So, der Sion hat mittlerweile den Top-Tier 1-Tower geholt. Back dann kauft ordentlich so, ein. Wir kratzen langsam auch an den 30-Minuten-Marke. Schon wieder ein sehr langes Game. Oder es wird wahrscheinlich noch ein sehr langes Game. Das wollte ich sagen. Aber jetzt sind die nächsten 3 Minuten vorbei. Baron. Fleißig Vision verteilt und gecheckt. Mal ganz auf die individuellen Goldleistungen gucken. Botlane relativ even. Midlane ist Pepe ahead. Toplane Pepe ebenfalls 2000 Gold ahead. Da haben wir die momentane Gold Difference. Ah, das ist auch schon natürlich saftig. Und Jungle ist Evelynn sogar ahead. Die Vayne ist gerade nicht mal so krass ahead. Naja, sie hat ihre 2,5 Items und die braucht sie halt, um relativ gut zu spiken. So, man macht da ein bisschen Schaden am Malphite. Ja, das ist halt wirklich sehr wichtig, dass man da jetzt auf die Malphite Ult achtet. Dass man da nicht zu nah zusammensteht. Gerade wenn die Vayne und der Azir da zusammenstehen und da die Malphite Ult und die ganze Combo dann hinterherkommt, dann sehe ich eigentlich schwarz für Evelynn. Und jetzt hat Pepe gute Baron Vision, glaube ich. Man hat hier unten den Sion wieder abgestellt zum Split-Pushen so ein bisschen. Ja, Baron sieht jetzt gar nichts mehr. Hat auch ein paar Leute, sehen sie noch. Baron selber aber nicht mehr. TP ist aber da von Sion, das heißt, er kann schnell zum Fight dazukommen. Allerdings hat der Malphite auch TP. Jetzt wird wieder die Vision geklärt. Ja. Also Vision-mäßig ist Evelynn deutlich vorne. 57er Vision-Score gegen 25. Ja, das ist wirklich echt heftig. Aber da ist also der Nautilus macht da wirklich sehr gute Arbeit. Aus dem Jungle wiederum Pepe weiter vorne. 42 zu 27. Es gleicht sich ungefähr aus. Der ja, wahrscheinlich. Ja, Botlane und Midlane ist auch ahead mit Vision Score. Ah, ungefähr. So. Komm, Evelynn, mach doch jetzt mal einen richtig geilen Tiefer. Holt das 1 zu 1. Ah, also hier geht ihr weg. So, los, komm, Vayne. Ah. Penta! Let's go! Den wollen wir mal sehen. Das wäre richtig geil. Das wäre was richtig Schönes. Ich glaube, das dauert noch. Das Vision Clear rein da jetzt. Kommt, Jungs. Rein da jetzt. Nein, das können nicht einfach so rein. Ja. Man sieht auch bei Pepe, die sind die ganze Zeit immer sehr geschlossen, laufen so umher. Da ist es schon nicht so einfach mit rein da. Ja, die Vayne, die Armbrust, die schleudert schon ordentlich hier raus. Wilhelm Tell ist es. Ah, Wilhelm Tell. Oh, das ist jetzt gefährlich. Der flankierende Malphite ist vorhanden. So, man geht jetzt hier, so wie es aussieht, bei Pepe zum Baron. Und wird diesen, denke ich mal, auch starten, ja. Aber Jarvan riecht das so ein bisschen, ist auch direkt auf dem Weg. Allerdings hat man jetzt halt Sion unten und Nautilus, es fehlt halt ein kompletter Spieler. Vayne engage mit Ulten. Und Vayne kommt da nochmal weg. Kann nicht hochgehen, wenn sie zu attacken kommt. Das könnte jetzt wirklich... Aber Vayne kann schon... Vayne geht down. Azir holt den Malphite dafür. Sion kommt nicht alleine, aber... Nautilus geht leider daneben. Man hat in dem Getümmel jetzt nur 1 zu 1 getradet. Naja, aber... ist halt die Vayne, die ist eigentlich so wichtig für das Team von Evelynn. Aber Malphite drückt er und sie ist raus. Das ist halt das Problem. Na, man geht ja noch weiter jetzt. Der Naughty Hook ging da irgendwie mitten durch. Also, das war. Und wenn Azir, da kam der Azir Clan. Oh, die Nähe. Oh, die Shockwave. Natürlich. Und da hat man dann den Monsters auch down und kriegt den Sion auch noch hinterher. Pepe macht. Kurzen Prozess gerade, ja. Zwei Leute weg. Mein Jarvan lebt noch. Der geht jetzt auch zum Drake.
Das ist auch ganz okay, denn man kriegt immerhin schon mal nicht die Seele, auch wenn Nash wahrscheinlich Azir kriegt mehr wert ist, aber verteidigt. Der kriegt den Bären verteidigt. Pepe muss abbrechen. Break for free. Also das war jetzt wiederum ziemlich. Das war wichtig von dem Azir. Und war auch sehr wichtig, ja. Es bleibt spannend. Was ein Hin und Her. Naja, der Goldvorteil. Wir sind schon wieder bei 32 Minuten, ne? Holy shit. Wie lange ging eben das Game? 40. 40, gell? Ja, 40 Minuten, ja. 39 Minuten und. Vielleicht mal so einen schicken Elder, das wäre nochmal was, aber. Oh, ey. Aber das dauert noch. Bruder Lolli ist over. Und Yoshi, wie ist ausgegangen, Mensch? Wie ging's aus? Kopfschmerzen. Bitte mal kurz ein paar Infos durchgehen. Ja, das ist wirklich interessant jetzt. Ja, nur. Oh! Fenster hat gewonnen. Nice. Ist da jemand beteiligt? Freut uns bei euch, also. Ja, schön gemacht natürlich. Ich weiß nicht, ob VOD an ist, dass man sich das nochmal angucken kann. Weil das würde ich mir doch schon gerne nochmal angucken. Weil, natürlich Glückwunsch ans gewonnene Team. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr schön. Wupp, wupp. Jetzt kommen sie alle hier. Kommen alle, die es Ratschen im Maut haben, hier mal die Ratsche für Tentacle hier rein. Ja. Hier, zack. 53 Minuten ins erste Game. Das ist saftig. Also wir haben das erste Game war 40 Minuten, wir sind gerade im zweiten Game. Ja komm, die kriegen auch die Ratsche hier mal im Stream, ja. Also, das war schon, wirklich. Du gönnst den Jungs wirklich auch. Bomber auf Wayne. Ja. 53 Minuten, oh, das ist natürlich, ja. Ja. Da bist du durch dann erstmal, wenn du da fertig bist. Baron wird angegangen. Ja, das Game Parade so, ja. Baron wird jetzt angegangen, wir müssen uns hier noch ein bisschen konzentrieren, ja, kurz. Aber man kommt da nicht durch, man kommt da an dem Malphite nicht vorbei. Ja, und Sion geht rein, aber er wird geblockt. Ja, aber kommt auch an dem Malphite nicht vorbei. Baron mittlerweile schon tot und man geht jetzt auf den Teamfight. Ja, gut, aber der Tame ist hier. Man kriegt hier den Malphite. Azir existiert. Azir macht Schaden. Der macht unglaublich viel Schaden. Und das war wirklich wieder jetzt schön gespielt von Avalanche. Das hätte ich gar nicht gedacht. 2 dass sie da jetzt so viel Schaden da rausbringen können. Trotz Baron. Man chased man hatte auch zwei Leuten den Baron-Buff direkt abgenommen. Dritten kriegt man da leider nicht, aber trotzdem schön gespielt. Allerdings ist der Goldvorteil jetzt auch schon wieder gestiegen, dann auf 4k fast. Noch nicht ganz, aber ja. Aber Evidence hält sich wieder. Sie sind verheilt mit Gold, mit Kills. Ja. Aber sie halten sich im Game. Ja, aber so wollen wir das doch sehen. So machen doch die Spiele hier Spaß in der Hochschulliga, ja. Aber na, jetzt muss man aufpassen, dass man sich nicht catchen lässt. Wegkommt. Man hat bestimmt auch ein bisschen Geld jetzt in dem Fight bekommen, dass man das ausgibt. Rain vielleicht noch ein Red. Top Lane fällt ebenfalls Tier 2. Er will jetzt sogar mehr Tower down als Pepe. Das stimmt sogar. So, Vayne hat auch gleich die 300 Farm. Das ist halt auch, das ist. Soto ist halt wirklich so ein guter Spieler. Es wurde doch auch vorhin von Malediction geschrieben im Chat, dass der unglaublich gut farmen kann. Hier sieht man das halt einfach nochmal. So, mein Gage kommt, Jarvan! Hier rein, aber passiert nichts weiter. Möchte nicht. Nein, Seju, die ist da ein bisschen abgeschnitten. Aber Tower bekommt man nicht. Hook ist ein bisschen daneben. Schade, die Hooks, die gehen ein bisschen daneben von Grobon. Da haben wir heute schon ein paar gesehen. Da war der man kann hier ist. Die Seju-Ult auf jeden Fall rausnehmen, schon mal. Ich glaube, das Q-Ult ist mal wichtig. Jetzt kennen die Malphite-Ult. So. Tier 2 fällt jetzt auf. Oh, der Minion, genau. Der ist aber weit nach zu hinten gegangen. Der wird da komplett über die Kluft geschleudert. Pepe belagert die Jungs gerade ein bisschen. Naja, die haben halt immer noch jetzt Baron. Auch wenn dann. Die haben halt nur zwei Leute gekillt. Seju ist halt eine echt gute Frontline momentan. Naja, Malphite auch. Das hat man oben beim Baron auch ganz gut gesehen. Der hat wirklich nichts vorbeigelassen. Der hat die Sion-Ult da komplett abgefangen. Die Leute da nicht durchgelassen. Da konntest du dann wirklich wunderbar den Baron da oben machen. Ohne dass da wer vorbeikommt. So, wie löst Avalanche jetzt dieses Problem? Malphite-Ult kommt! Malphite-Ult rein. Und er ist insanely tanky.
Jarvan kommt sogar raus. Tristana holt ihn doch noch ab. Tristana holt den Jarvan ab. Und Vayne, Malphite kommt da. Tristana wird CC. Vayne macht aber Schaden. Tristana stirbt. Vayne holt die Tristana, ja. Und man geht weiter rein. Das sieht sehr gut aus. Uri das sieht stirbt. Sehr gut aus. Der jetzt Teamfight. Holt die Ori. Peeper man geht jetzt noch weiter hinterher. Wenn jetzt der Hook ordentlich sitzt. Peeper hat, keine Carries mehr. Aber man kriegt trotzdem noch Lulu. Evelynn gewinnt den Teamfight und die Botwave steht gerade insane gut. Und es kommt auch gerade ein Breakdown unten, den man sich auf jeden Fall bei Avalanche sichern kann. Und man hat den Goldvorteil jetzt mal schon wieder ein bisschen ausgeglichen. Jetzt sind es nur noch 700. Schön Paypal aufgeholt. Avalanche. Ja, ja. Avalanche. Also wirklich aufgeholt. Sehr, sehr schön. Genau solche Games wollen wir ja. Auf geht's. So, jetzt kriegt man unten den Drake. Die Vayne und der Azir, die machen halt wirklich unglaublich viel Schaden. Ich finde auch der Jarvan, der spielt das immer ganz gut mit seiner Ult. Der hält da hier die Carry so ein bisschen fest. Sie fighten können. Ja, das sollten sie auch fighten können, wenn die Vayne da nicht down geht. Wenn Vayne jetzt attacken kann, dann kann ich nicht hochgehen. Tristana ist da. Vayne rennt, aber Tristana kommt leider. Das war ein bisschen overstate jetzt an der Stelle. Da kommt die Sejuani eh noch durch, aber man kommt da wahrscheinlich nicht weg. Jarvan dreht auch schon um. Haben sie und wir nicht auf den Respawn-Timer da. Na gut, da ist der Goldvorteil dann wieder gestiegen, ja. Also da hätte ich gern so eine Kurve von halt, ey. Das wäre ein richtiges Zickzack-Muster hier. Gibt's so. Da, warte mal. Gibt's das? Ne. Na egal. Aber man geht jetzt hier die Midlane runter. Eigentlich auf Seiten von Peeper. So möchte da wahrscheinlich den Inhib jetzt auch holen. Ja, das kannst du halt nicht treffen zu zweit, das wird nichts. Da musst du noch aufpassen, wenn die beiden jetzt noch sterben, dann können die schon fast fertig machen. Ich meine, Vayne kommt in 8 Sekunden wieder. Da muss man auch den Imp jetzt einfach auch opfern dafür. Ich finde irgendwie, dass Avalanche das sehr gut mit Vision, also gerade das Thema Vision hier sehr gut ausspielt. Weil wir haben da im Gegner-Jungle noch ein bisschen stehen. Das hat der Azir noch gestellt, bevor er gedeckt ist. Bei Pepe ist halt immer nicht so viel vorhanden jetzt. Das siehst du auch unten an der 68er Vision-Score von Naughty. Der ist schon deftig. Evelynn's möchte jetzt ein bisschen Deep Wards wieder stellen. Kann man da vielleicht schnell einen Baron dann machen, aber wann kommt denn der? Ach, hier unten. 20 Sekunden, ja. Ich hab das Dings noch nicht eingeschaltet, habe ich vergessen. So, machen wir mal an hier. So. Azir mittlerweile auch fast Full Build, beide, oder Azir und Vayne, 5 Items. Ja, man geht der Tana ebenfalls. Noch nicht. Ori hängt du hast halt auch eine schöne Frontline eigentlich mit dem Sion und dem Naughty. Ja, aber der Malphite kommt jetzt ziemlich gut in die Backline. Tristana ebenfalls. Naja, das ist halt so ein bisschen das Problem hier an der Stelle. Wenn man da nicht aufpasst, dann so, scheint fighten zu wollen. Ja, man möchte hier auch fighten. Die Malphite Ult kommt raus. Vayne ist jetzt komplett allein und Vayne wird gedived. Ja, wird auch gekillt von der Tristana. Jetzt geht's an Azir. Was kann Azir hier noch tun? Der Azir war gar nicht dabei bei dem Fight. Man killt hier auf jeden Fall die Ori noch. Wir können jetzt entscheiden. Der Azir, der macht so viel Schaden, der holt den Malphite, der holt hier auch noch die Sejuani mit dazu. Und der will noch mehr, der ist noch heißer, Junge, komm! Aber man kommt nicht hinterher, ja, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, wenn man hier noch die Sion-Ult gehabt hätte, hätte man nochmal hinterher fahren können, aber leider nicht ab. Da hat er, da können sich aber wirklich bei ihrem Azir bedanken jetzt. Der hat das nochmal gerettet jetzt so ein bisschen, weil ich denke, die hätten finishen können, wenn die jetzt den Rest gekillt hätten. Man kann jetzt hier eigentlich auch den Baron angehen, weil man hat den Jungler da, was eben auf der Seite von Pepe nicht so ist. Muss aber trotzdem aufpassen. Das ist jetzt sehr gefährlich. Man darf den Baron jetzt wirklich nicht abgeben. Das Smite muss jetzt on point sein. Komm, Chris, das kriegst du hin. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ja, da hat er. Jetzt Becken, equippen und dann geht's los hier. Alle fünf von Avalanche haben auch den Baron Buff. Wir haben wieder. Ja. Ich sehe gerade, der Malphite auch 315 Farm mittlerweile. Das ist halt auch. Das ist fast 100 Farm mehr als der Sion. Wir haben auch schon die Game-Länge. Also sind eh alle Fullbild, also von daher. Wir haben auch schon die Game-Länge des ersten Games immer. Der nächste Drake ist übrigens jetzt für beide Teams entscheidend. Haben beide Teams? Weil es steht 3-3. Ich glaube, es steht 3-3. Könnte sein, ja.
Doch, es steht 3-3. Auf jeden Fall, ich denke schon. Ha. Dann ist halt die Frage, sehen wir noch einen Elder sogar. Wir kriegen wieder tolle Clips hier. Vielen, vielen Dank. So, die Vayne nimmt den Red dann nochmal mit. Aber beide Teams wollen jetzt hier den Drake haben. Man hat auf beiden Seiten TP da für die Top-Laner auf jeden Fall. Malphite braucht das TP nicht, weil der ist dabei, direkt da. Oben. Naja, der muss halt schnellstmöglich rein TPen jetzt. Ich glaube, wenn ich mir den Fight wieder nehmen sollte. Ich krieg gerade Flashbacks zum ersten Game. Was meinst du, den Drake abgeben? Ja, im ersten Game hat Evelyn auch einen Drake-Fight geforst und dann war's vorbei. Ja. Genau dieselbe Situation. Ja, das ist halt der Malphite, der stellt sich halt wieder so hin, wie das vorhin beim Baron war. Es lässt da die Leute nicht durch. Jetzt kommt der TP rein. Ebenfalls der Drake wird angegangen. Jetzt kommt's auf Chris an. Komm! Den Klaus da. Ich fühl's, das an Klaus. Der Hook auf Ori sitzt sogar. Vayne dodgt den Links-Ult. Die Malphite-Ult. Vayne kann in aller Ruhe Schaden machen. Botlane von Pepe kommt weg, aber Vayne kann. Die Carries. Vayne kann Schaden machen. Ja. Die Carries sind alleine. Man kriegt ja auch noch die Malphite. Und Evelyn scheint. Evelyn hat den Teamfight gewonnen. Das sieht sehr gut aus. Und jetzt den Drake nehmen, sich die Seele gönnen. 3-1 für Evelyn. Den Inhib mit da aufreißen, aber ganz schnell. Man ist 1000 Gold, der hätte man allgemein 70.000 Gold pro Team. Ich sehe schon noch, dass die Nachbarn klingeln, ey. Aber für so ein Game, ey. Na, gleich mal Popcorn anbieten und zugucken. Ja, ja, ich könnte gleich mitgucken hier. Holy shit. So, Vayne, man holt jetzt ja auch den Inhib, man hat den Baron Buff noch. Man hat da sogar noch 26 Sekunden auf dem Malphite. Man könnte hier auf den Finish gehen. Man könnte hier auf den Finish gehen. Ja, das ist sinnvoll. Es sind drei Leute nicht man da. Man geht und ich auf glaube, den Finish. Das wird's. Man geht auf den Finish. Avalanche! Avalanche gewinnt Map 2 nach 43 Minuten. Jawohl! Genau so wollen wir das haben hier. Wir haben jetzt um 12, aber es gibt eine dritte Map. Ach, um 12, scheißegal. Es wird eine dritte Map geben. Was ein Game, also wirklich. Wirklich, die ratschen in den Chat, knatter mal durch. Ratschen rein, also. Knatter doch mal durch. Wir gehen hier wirklich auf eine dritte Map, ey, das ist. Gut gespielt von Evelyn. 1-1. Damage Graph interessiert mich mal ganz kurz. 47.000 Damage von Azir. Zeig mal her, da muss ich auch mal gucken jetzt. Azir würde ich fast sagen MVP. Der hat echt gut hier gemacht momentan. In dem Game. Definitiv gut gespielt. Und für alle, die ins Bett gehen wollten, wird nur Strauß, es gibt eine dritte Map.